Hi. Hello, hello. Herzlich willkommen zum Bootcamp. Ja, heute habt ihr schon gesehen, es sind einige Sachen neu. Es steht jetzt dann immer im Eingangsscreen, den ich ein paar Minuten vorm Stream immer starten werde, was ihr braucht, so ein Equipment. Also das wäre heute ein Rucksack. Wir brauchen halt einen Rucksack, weil wir den nämlich dann tragen werden bei den Übungen. Und vielleicht könnt ihr es auch ummodeln, wenn ihr eine Kettlebell zu Hause habt oder Langhantel. Hi Julia, schön, dass du wieder dabei bist. Und bei der Julia ist natürlich. Hallo Dennis, hallo Karina. Und dann braucht ihr ja noch zwei leichte Gewichte. Also ich habe jetzt Kurzhanteln, die haben 1,5 Kilo jeweils. Ihr könnt es aber ruhig auch Wasserflasche nehmen zum Beispiel oder Weinflasche, whatever. Gut. Ihr seht jetzt dann im Chat links unten diese grüne Kettlebell. Das sind eure Fit Points, also das sind Kanalpunkte, die ihr sammelt, wenn ihr zum Beispiel zuschaut oder interagiert. Ihr könnt da einfach einmal raufklicken und die könnt ihr jetzt einlösen. Ihr habt da verschiedene Sachen gestaltet. Also, das ist nur mal so Wassermarsch. Jetzt muss ich was trinken, okay? Danke, Mama, das ist super. Aber zum Demonstrieren, so funktioniert das, ja? Hi, Werner. Ihr könnt euch das durchlesen, alles. Es soll einfach Spaß machen. Ich werde das jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen erweitern, einfach um das Ganze ein bisschen interaktiver noch zu gestalten. Ich hoffe, es taugt euch. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Heute ist sehr ausdauerlastig. Macht euch ein bisschen Space, schaut, dass ihr euch es gemütlich macht auf eurer Matte oder wo ihr gerade seid, auch vielleicht ja im Freien. Man kann ja mich mitnehmen einfach und den Stream dann im Freien machen. Sehr cool. Handgelenke kreisen. Rufzeichen Musik in den Chat posten und dann kommt sie direkt zu unserer Spotify Bootcamp Playlist und könnt euch da musikalisch noch zusätzlich pushen und motivieren. Ich habe jetzt nämlich auch die Spotify-Playlist ein bisschen erweitert. Dankeschön. Und die Arme kreisen. Wir brauchen unbedingt ganz, ganz viele Abos, weil dann gibt es neue Emojis, die wir freischalten, also Emotes. Und da bin ich schon am Basteln eben. Wenn ihr Amazon Prime habt, dann unbedingt abonnieren. Wenn nicht, dann sind wir natürlich auch so froh über ein Abo. Bringt dann immer sehr viele Vorteile für euch. Hi Betty, schön, dass du heute wieder dabei bist. Sehr cool. Einen Rucksack und zwei leichte Gewichte brauchst du heute. Dann die Beine bitte zusammengeben. Bar mal nach außen kreisen. Bar mal nach innen. Und Fußgelenke noch. Bar mal in eine Richtung. Und ein paar Mal in die andere Richtung. Super cool, dass heute so viele dabei sind. Zweites Bein nicht vergessen. Wir starten dann gleich voll rein mit schrägen Mountain Climbers. Ihr stützt euch mit den Händen am Boden ab, nehmt dann das linke Knie, das zieht zum rechten Ellenbogen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Wie kann man das Ganze leichter machen? Ihr stützt euch einfach auf einen Hocker oder auf einer Sitzfläche ab. Ready? In 10 Sekunden geht's los. Musik aufdrehen, Motivation an. Hallo! 2, 1 und los geht's. Entweder langsameres Tempo oder ihr sagt's, hey, ich bin voll motiviert. Ich drehe das Tempo ein bisschen rauf. Geht schon, geht schon. Heute ist unsere Bootcamp-Crew super groß. Super viele Leute, die dabei sind. Freue mich voll. Gemeinsam macht es mehr Spaß, oder? Ihr dürft hier die Hüfte ruhig ein bisschen drehen, aber schauen, dass ihr nicht absinkt nach unten. Die letzten Sekunden. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Natürlich ist der kleine Helfer heute wieder dabei. Mein Co-Trainer darf ich vorstellen. Ich glaube, er hat gerade überhaupt keinen Bock. Hallo!
Hi Philipp, schön, dass du dabei bist wieder. Odin, hilf ein bisschen mit. Zeig einmal die nächste Übung vor. Es sind Hampelmänner, Hampelfrauen, wir wollen es gendern. Einen Sprung nach außen. Ich glaube, meine Kamera ist angelaufen. Moment. Besser? Oder ich glaube, das Licht scheint einfach so rein. Hampelmänner, wenn ihr die Sprünge weglassen wollt, dann einfach nach außen steigen und wieder nach innen steigen. Das Ganze wieder 40 Sekunden. Macht euch bereit. Ja, ich weiß nicht genau, was los ist. 5, 4, 3, 2, 1. Irgendwer hat die Sonne aufgedreht. Let's go. Oder das Ganze ohne Sprung. Ja, aber es ist generell, schaut ein bisschen anders aus, das stimmt ja. 8 Sekunden noch. Let's go. Ah, so von der Story, ich weiß schon. Ich weiß, was du meinst. Ja. Irgendwas strahlt da. In mir, auf mich, keine Ahnung. In meiner Instagram-Story war das heute auch schon so, genau. Ich stelle euch einmal den heutigen Modus vor. Wir machen einen Zirkel. Überraschung, mit 3 Übungen. Jede Übung dauert 40 Sekunden an, 10 Sekunden Pause, dann wieder 40 Sekunden die nächste Übung, 10 Sekunden Pause und dann noch die 3. Übung. Da werden wir wahrscheinlich von jedem Dreierzirkel immer 3 Runden machen. Ich zeige die Übungen vor, ihr könnt sie wieder voll anpassen. Das heißt, die Übung, die für dich gut passt, nimmst du dir dann einfach raus. Erste Übung mit dem Zusatzgewicht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die leichten Gewichte nehmen. So, muss meinen Assistenten ein bisschen aus dem Weg schieben. Es ist ein Burpee, wo ihr dann die Gewichte mitnehmt beim Sprung rauf. Schaut so aus. Aufheben. Wieder am Boden ablegen. Wie kann man das Ganze ein bisschen leichter gestalten? Gewichte im Boden ablegen, nach hinten steigen, wieder nach vor steigen und hoch. Wassermarsch. Okay, ich muss schon wieder was trinken, Leute. Cool wäre, wenn da Alkohol drin wäre, oder? Danke, Philipp. Ich habe aber noch geschwitzt. Also das sind die Channel Points übrigens, in diesem, also diese grüne Kettlebell. Fit Points, die sammelt ihr, während ihr zuschaut und interagiert. Die könnt ihr einlösen. Da kommen in den nächsten Wochen noch super coole Sachen dazu. Ja, das wird völlig eskalieren wahrscheinlich. Das war nur ein Scherz. Also das war die erste Übung. Burpee plus Ausstoßen, Shoulder Press. Danach kommt folgende Übung. Aufpassen. Mit den Händen unter den Schultern starten. Ihr habt hier einen Fuß vorne neben eurer Hand. Springt dann hoch, Wechsel in der Luft. Wie kann man das leichter machen? Zwischenstopp und oder mit ein bisschen erhöhtem Hintern. Am schwierigsten ist mit Hintern unten und Switch in der Luft. Die Übung haben wir schon einmal gemacht, vor längerer Zeit. Ist super, super anstrengend, sage ich gleich. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Technik noch passt oder wenn es einfach anstrengend wird, wechselt es auf die leichtere Variante. Letzte Übung. Eine Kniebeuge. Dann zur Seite springen. Kniebeuge. Wieder zur Mitte. Kniebeuge. Und zur anderen Seite. Das sind einmal unsere ersten Übungen. Hier könnt ihr einfach den Sprung weglassen und normale Kniebeugen machen. Wir legen in 10 Sekunden los. Ihr braucht immer eure
leichten Gewichte für die erste Übung, die Burpee-Variation. Musik aufdrehen, Motivation an, 3, 2, 1 und go. Gewicht mitnehmen. Und dranbleiben. Wir haben noch 30 Sekunden. Könnt das Ganze auch so machen, dass ihr nach hinten steigt in die Plank-Position, wieder nach vorsteigen und einfach aufrichten. 15 Sekunden noch. Wie gesagt, die Variante muss für dich gut passen. Es soll eine Herausforderung sein, aber nicht unterfordernd oder überfordernd. Das war's auch schon. Jetzt 10 Sekunden Pause, also Gewichte zur Seite legen. Es folgt unsere Plank-Variante in 3, 2, 1. Mit einem Fuß nach vor, in der Luft wechsel und dann steht der andere Fuß vorne. Leichter ist es, wenn man einen Zwischenschritt macht, hinten, kurz in der Plank-Position bleibt. Oder bis sie erhöht, zum Beispiel Hände auf einem Hocker. Das wäre jetzt viel zu hoch, ja, aber so Sitzfläche, Höhe. 15 Sekunden noch. Let's go. 10 Sekunden. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Nicht zu viel versprochen, oder? Mega Tag. Sehr, sehr anstrengend. Aber wir wollen ja heute unser Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung bringen. Wie war der erste Zirkel? Ihr habt ganz, ganz kurz Zeit, um was reinzuposten. Und dann geht's weiter in die zweite Runde. Puh. Are you ready? Anstrengend, ja, voll. Ich hab's schon prophezeit. Es wird halt heiß. Was auch voll okay ist. Wir beschleunigen den Sommer ein bisschen. Ready für die nächste Runde? Es geht los in 10 Sekunden. Gewicht herrichten. Musik aufdrehen. 4, 3, 2, 1 und go. Gewicht nicht vergessen mitzunehmen. Ich weiß, man ist so gewohnt. Rauf und nieder, nur mit dem Bodyweight. Das ist ein bisschen eine neue Challenge wieder. Wenn es anstrengend wird, einfach nach hinten steigen in die Plank-Position, wieder nach vorsteigen und aufrichten. 10 Sekunden noch. Haben wir jetzt gerade die Squats ausgelassen? Kann das sein? Egal. Jetzt kommt die Plank-Variante. Es geht los. Go, go, go. Dranbleiben. Wenn ihr noch nicht chatten könnt, dann einfach kostenlos registrieren bei Twitch. Und sonst könnt ihr gerne mir schreiben. Ich leite es dann an die Gruppe weiter. 15 Sekunden noch. Puh. Noch einmal rein in die Sprünge durchbeißen, die letzten 10. Let's go. 3, 2, 1. Kurze Pause. Kniebeuge. Sprung zur Seite. Sprung zur Mitte und zur Seite. Es sind eigentlich so halbe Jump Squats, kann man sagen, mit Vierteldrehung. Fünfzehn Sekunden noch. Let's go. Fünf Sekunden noch.
Okay. Die Übung ist untergegangen in der ersten Runde, macht nichts. Wir können das jetzt noch schnell nachholen. Das ist mein Gehirn. Reden, trainieren, schauen, was ihr schreibt und dann noch bei den nächsten Übungen sein. Sorry, falls ich irgendwas vergiss. Wir holen das jetzt einfach noch geschwind nach. Machen noch das Intervall. Ein zweites Mal mit den Kniebeugen. Und let's go. Genau. Übung bestimmen. Jawohl, Juli. Juli hat gerade ihre Fitpoints eingelöst, um eine Übung mitzubestimmen. Das darfst du gleich. Wir machen noch dieses Intervall fertig. 7 Sekunden. Multitasking, Lix. Gut. Bisschen längere Pause für euch. Julia, erzähl einmal, welche Übung würdest du dir gerne wünschen? Oder willst du zuerst mal anhören, wie so der nächste Dreierzirkel ausschaut? Was hättest du gerne? Ich bin gespannt. Ich werde euch auf alle Fälle mal die nächsten Übungen vorzeigen. Und dann können wir noch schauen. Commands. Oder was möchtest du gerade machen, Philipp? Rufzeichen Commands, dann sind die aktuellen Commands. Was ihr bei den Fitpoints einlösen könnt. Und dann seht ihr das, wenn ihr links drauf drückt, unten auf diese grüne Kettlebell. Naja, aber wie können wir das jetzt dann auch schon einbauen, die Übung? Du hast das gerade eingelöst, deswegen. Was hättest du denn gern für Übung? Wir können diese Runde jetzt adaptieren und deine Übung einbauen. Was hättest du gern? Stand-ups statt Burpees. Oh, okay. Okay. Dann machen wir das jetzt noch einmal. Und die Julie hätte nämlich gern statt dieser Burpee-Übung, wo wir das Gewicht mitnehmen, die Variante mit in die Rückenlage legen, ausstrecken und dann hoch. Aber mit Zusatzgewicht, Leute, gell? Das wisst ihr schon. Redeem. Na, Philipp, du musst links unten raufklicken auf die Kettlebell. Es gibt jetzt nur Channel Points. Gibt nur die Channel Points und das kannst du einlösen, indem du im Chat auf die grüne Kettlebell raufdrückst, dann siehst du, was es alles gibt. Danach kommt wieder die Plank-Übung. Die kennt ihr eh schon. Und dann noch einmal Squats. Also einmal statt Bauchlage, Rückenlage. Yes. Guti. In 10 Sekunden geht's los. Stand-Ups statt Burpees mit Zusatzgewicht. Es wird spannend. Danke, Juli, für diese Übung. Thank you. Bootcamp Crew bedankt sich. Und es geht los. Einmal hinlegen. Und dann beim Aufstehen Gewicht mitnehmen. Ich finde, das kann man gleich so machen. Mit dem Gegengewicht kann man dann leichter aufstehen. Odin, das schaut komisch aus, oder? Let's go. Stand-ups. 14 Sekunden noch. Puh. 8 Sekunden. 2, 1. Gewichte zur Seite legen. Es geht weiter mit unserer Plank-Variation. Ein Bein springt immer noch vor. Und das andere Bein springt nach hinten. Oder das Ganze steigen. Ah, ich weiß schon, was der Odin will. Es ist so eine gewisse Uhrzeit. Ich darf das Wort nicht sagen. Aber er wartet, bis er something to eat bekommt.
15 Sekunden noch. Let's go. Die letzten 10 Sekunden. 5. Let's go. 2, 1. Bam. Nächste Übung geht in 7 Sekunden los. Wieder unsere Kniebeugen mit Vierteldrehung. 3, 2, 1 und go. Sehr gut. Ohne Sprünge einfach drehen. Kniebeuge, drehen und Kniebeuge. Zwanzig Sekunden noch. Let's go, Leute. Schöne Kniebeugegewicht nach hinten auf die Fersen verlagern. Oberkörper schön aufrecht. 5 Sekunden noch. Sehr schön. Gut. Danke, Juli, für die Übung. Kurze Trinkpause für euch. Durchatmen. Und dann gibt es nochmal die nächsten Übungen für euch. Könntest du aber noch ein bisschen entspannen. Übung Nummer 1. Ihr startet aus einer Art Hundposition. Geht es dann nach vor. Bis ihr im Plank seid. Und dann wieder hersteigen. Ihr lasst aber die Hände bzw. Handflächen immer am Boden. Kleine Steps nach vor mit den Händen. Und dann wieder zurück, bis ihr auf den Beinen wieder steht. Ziemlich anstrengend, schaut easy aus, geht aber dann gut rein. Danach könnt ihr für die zusätzliche Übung, für die nächste Übung zusätzlich den Rucksack nehmen. Einfach einmal umschnallen. Es kommt eine Kniebeuge und dann ein Bein heben. Diagonal, rechte Hand zu den linken Zehenspitzen, wieder runter in die Kniebeuge und die andere Seite hoch. Schaut dann, wenn ihr die Füße abgestellt habt, dass ihr euch wieder gut einrichtet, Balance findet und wirklich Zeit lassen, bevor ihr dann wieder in die neue Kniebeuge reinstartet. So, danach kommt eine Liegestütz und dann nach hinten greifen. Zu den Zehenspitzen diagonal wieder. Alternativ auf den Knien. Knie berühren. Wieder nach vor. Und diagonal rechte Hand zum linken Knie. Das sind unsere drei Übungen. Passt das so für euch? Möchte noch jemand die Channel Points einlösen? Tut es nicht zu schnell einlösen. Wer weiß, was die nächsten Wochen noch alles Cooles kommt. Gut, wenn alle ready sind, wow, 14 Teilnehmer heute, super cool. Beste Bootcamp Crew. Legen wir los, oder? Musik aufdrehen. Walkouts, erste Übung. Genau, 3, 2, 1. Und mit den Händen. Step by Step noch vor. Dankeschön. Danke für die Bits. Und wieder nach hinten wandern. Let's go. Yes, neue Musik in der Bootcamp-Playlist. Ich habe es nämlich gerade im Hintergrund selber laufen über meine Kopfhörer. Super motivierend. Bisschen in der Plank-Position seid mit Händen unter den Schultern. Und dann wieder zurück. Es dehnt auch ein bisschen in der Oberschenkelrückseite. Ja, cool. 4, 3, 2, 1. Rucksack rauf. Musik, Musik. 4, 3, 2, 1. Wassermarsch. Ich mache ja gerade die Übung. Kniebeuge. Diagonal. Linke Hand zum rechten Fuß. Und umgekehrt. Let's go. 25 noch.
20 Sekunden. Wassermarsch. Acht Sekunden. Drei, zwei, eins. Gut, Rucksack runter. Jetzt kommen die Liegestütze. In drei, zwei, eins. Immer diagonal zum Knie greifen, beziehungsweise zu den Zehenspitzen. Schaut, dass ihr hier nicht durchhängt im Lendenbereich, Hintern anspannen, Bauch anspannen. Let's go, 15 Sekunden noch. Das Gemeine ist, wenn man die klassischen Liegestütze macht, ist dann der Weg nach hinten auch weiter zu den Zehenspitzen. 4, 3, 2, 1. Bam. Das war mal die erste Runde. Auch dieser Zirkel hat es in sich, finde ich. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Bin mir noch immer nicht ganz sicher, was da genau mit dem Licht passiert. Ah, hab's rausgefunden. Das war's auf meiner Kamera. Besser. Sehr gut. Bist du heute aktiv dabei, Dennis? Oder schreibst du nur von den hinteren Plätzen? Hoff aktiv. Odin, 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 die Leute wollen dich sehen. Komm her. Komm her. Ich weiß, deine Belohnung kommt später noch. Komm her. Ja, zeig dich mal. Ihr könnt es in seinen Augen sehen, was er sich wünscht. Es geht um Leckerlis. Es geht um Chappi. Es geht um Essen. Essen. Ist dann Hunger, Odin? Ja, um das geht's. Jetzt war ich voll gemein, weil er kriegt es später. Platz. Super gemein. Also, zweite Runde, Leute. Unsere Leckerlis kommen erst später. Nach dem Workout. Legen wir los in 7 Sekunden. Dankeschön. 2, 1. Danke, Juli, für die Spende. Noch vor mit den Händen geht's schon los. Bisschen im Plank Satz. Und dann wieder zurück. Bauch fest anspannen. 20 Sekunden noch. Schaut, dass ihr auch die Daumen immer auf den Boden dazugebt und nicht so aufstellt, die Finger. Ansonsten kann es passieren, dass man das zu sehr überdehnt und man sich da verletzt. Also immer die ganze Handfläche am Boden lassen. So, Rucksack wieder rauf. Ja, jetzt ist super gemein. Geht schon los. Kniebeuge. Und immer diagonal. Linke Hand zum rechten Fuß. Rechte Hand zum linken Fuß. Super. Let's go. Geht schon, geht schon, geht schon. 20 Sekunden noch. Sehr stark, super. Bleib dran. Du machst das gut. Schön nach hinten sitzen auf die Fersen. 6 Sekunden. 3, 2, 1. Weiter geht's mit den Liegestütz wieder. Entweder Knie am Boden. Und los geht's. Und dann rechte Hand zum linken Knie.
beziehungsweise linke Hand zum rechten Knie oder die klassischen Push-Ups. Wie gesagt, wenn ich da zu meinen Zehenspitzen greife, ist einfach der Weg länger. Wir könnten da ja auch einfach das Knie nehmen. Das finde ich fair. 14 Sekunden noch. Let's go. Bauch anspannen, Hintern anspannen. Korrekte Technik geht immer vor. 4, 3, 2, 1. Einmal kurz als Zwischenübung in den Cat Stretch. Arme nach vor. Hintern zieht Richtung Fersen. Er ist jetzt voll beleidigt übrigens, der Odin. Er schaut mir die ganze Zeit durchgehend an. So, du hast mir was versprochen. Und das nicht einhalten. Super gemein. Wie fühlt ihr euch? Also ich schwitze schon ein bisschen. Läuft. Übrigens bleibt's dann dran. Im Anschluss haben wir wieder unser Real Talks Herzensangelegenheiten. Um 19:45 Uhr. Die Amanda ist halt auch wieder dabei. Und so wie die letzte Woche ultra, ultra cool war mit unserem Thema gesellschaftlicher Druck, Stereotype, Normen und so weiter, umso spannender wird es auch heute mit unserem heutigen Thema. Ich verrate nicht zu viel, bleibt einfach dran. Nach dem Bootcamp kurz duschen gehen und dann gleich wieder einschalten. Hier auf Twitch sind wir wieder live mit Herzensangelegenheiten. Dauert ungefähr 20 Minuten oder so. Danke, liebe Carina. Oslot. Thank you. Danke, danke. Wenn ihr das cool findet, was wir machen, einfach supporten. Wir freuen uns über jede freiwillige Spende. Danke an alle, die uns schon gespendet haben. Yeah. Danke, lieber Philipp. Stufe 2, das heißt, du hast jetzt dann theoretisch Emote schon freigeschalten. Schauen wir mal, ob das geht bei dir. Bin immer gespannt. Eine dritte Runde gibt es auf alle Fälle noch. Ja, ich habe es nur als Schrift gesehen, leider. Wassermarsch, okay, ich muss schon wieder was trinken. Aber danke, dass ihr so auf mich schaut, dass ich da nicht dehydriere. Gell? Das ist auch wichtig. Ich werde mir dann noch ganz viele neue Sachen überlegen. Die kommen dann bei den nächsten Bootcamps. Da ist sie. Übrigens, ich und Technik, gell? Also, das ist mein Face, was ihr da so voll klar ansieht. Ich habe das voll trashy nämlich freigestellt. Aber ich finde, das schaut cool aus. Danke, Carina, dass du das noch nachträglich nachgehört. Und der Diamant, Philipp, der war eigentlich nicht als Emote gedacht, sondern den wollte ich eigentlich für die Bits als Badge nehmen und ich habe es einfach falsch hochgeladen. Aber ja, man lernt dazu, 2020 und Technik läuft. Aber du kannst ihn jetzt trotzdem spammen. Er schaut zwar sehr hässlich aus mit dem weißen Hintergrund, aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ready? Dritte Runde. In 10 Sekunden geht's los. I'm so ready. Musik aufschalten. 5 Sekunden. Walkouts wieder. Erste Übung. Getting ready. Und los geht's. Mit den Händen nach vor. Bisschen Plank Sets. Nicht vergessen, wieder die ganze Handfläche am Boden lassen. Hier, komm her, Odin. Hilf auch ein bisschen mit. Komm her. Er steht einfach vor seiner Schüssel und wartet. Komm her, kriege ich einen Nasenbussi? Dankeschön. Okay, ich kriege so viele Bussis. Okay, so viele Bussis. Hallo, hallo, hallo. Trainingsbehinderung. 2, 1. Rucksack rauf. Kniebeuge und Zehenspitzen berühren wieder. 3, 2, 1. Und go. Na, komm her. Komm her. Sehr schön machst du das, Odin. Ich habe noch nie so schöne Kniebeugen gesehen, Odin. Machst du super.
Ich weiß nicht genau, wie sehr er das jetzt gerade mag. Aber er muss ja auch ein bisschen was tun für sein Essen. Man muss es ja verdienen, Odin, oder? Gut. Kurze Pause für euch. Es geht dann weiter mit den Liegestütz als dritten Teil. Und los geht's. Einmal Liegestütz. Diagonal zum Knie greifen. Odin, hopp. Komm, zeig, was du kannst. Hopp. Hopp und Platz. Komm. Hopp und Platz. Zehn Sekunden noch. Bleib. Bleib. Okay, wir haben unser Bestes gegeben, um euch zu entertainen. Das war's. Dritte Runde geschafft. Einen Zirkel haben wir noch. Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt es mal rein in den Chat. Danke, Odin. Danke, Odin. Sehr nett. Kurze Trinkpause für euch. Also es geht schon relativ gut ein. Wir machen halt auch sehr viele Pausen zwischen den Zirkelrunden. Aber wie steht es ja so zum letzten Zirkel? Wollen wir da ein bisschen kürzere Pausen machen zwischen den Zirkelrunden oder passt das so für euch? Wassermarsch, schon wieder trinken, okay. Ich habe halt nichts mehr zum Trinken. Der Philipp sagt, ich muss was trinken und hat 100 Channel Points eingelöst. Genau, er sollte was tun, nicht nur den Odin anschauen. Aber er ist doch so süß. Gut. Odin muss kurz aus dem Bild aufhören, die Mami abzulenken. Müssen trainieren auch ein bisschen. Es geht los mit Sit-Ups. Burpees. Ich muss jetzt 20 Burpees machen. Ich wollte gerade die Übungen vorzeigen, Julia. Wassermarsch. Noch einmal trinken. Okay, danke. Ihr schaut auf mich. Ich würde sagen, wir machen also die 20 Burpees. Machen wir jetzt aber gemeinsam, gell? Möchte jetzt noch kurz dazu sagen. Die Julia hat gerade 3000 ihrer Channel Points ausgegeben, damit wir gemeinsam 20 Burpees machen können. Das war nicht ausgemacht. Na, jetzt muss ich da allein 20 Burpees machen. Ihr müsst zuschauen. Ja, eh. Machen wir es gemeinsam. Ziehen wir es durch, oder? Ja, sicher nur ich. Aber das habe ich so hingeschrieben, damit es dann auch attraktiv klingt. Na, was macht ihr sonst in der Zwischenzeit? Okay, also wir einigen uns darauf. Ihr könnt jetzt entweder zuschauen oder mitmachen. Wer Challenge haben will, steigt ein. 20 Burpees. Musik aufdrehen. Selber mitzählen. 3, 2, 1, Channel Points eingelöst, let's go. Entweder klassische Burpees oder nach hinten steigen, in die Plank-Position, ohne hinzulegen und wieder aufstehen. Ihr entscheidet, welche Variante ihr nehmt. Bitte selbstständig mitzählen. Eigenes Tempo. Let's go. Alle, die gerade mitmachen mit mir, super geil, danke. Alle, die gerade Pause machen, ich hoffe, ihr trinkt genug Wasser. Ich bin jetzt bei der Halbzeit. 10 to go noch. Macht es so einfach im eigenen Tempo. Let's go. Odin. Mach auch mit. Let's go. Motivation, Leute. Endspurt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Habe es nicht so mit Wiederholungen mitzählt. Ich glaube, das waren 20, Juli. Danke dafür. Ich hoffe, euch geht es genauso wie mir. Lasst euch noch ein bisschen Zeit, holt dabei was Neues zum Trinken, falls noch mehr Wassermarsch-Anfragen kommen. Danke, Julia. Verheerend. Ja, super. Gute Alternative. Gut gemacht. Geil. Hupsi, pupsi. Ja. Wir haben jetzt noch eine dritte Runde. Zirkel, die ich eigentlich vorher gerade vorstellen wollte. Wir starten mit Sit-Ups. Einmal durchgreifen. Ihr könnt einfach die Knie seitlich zum Boden fallen lassen. Schwung holen von hinten und vor. Oder ihr macht es so, dass ihr beim Vorgehen dann auch immer seitlich jeweils die Ferse berührt. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Ihr könnt euch eine Variante von den beiden aussuchen. Danach wieder in die Plank-Position, entweder Unterarmstütz mit Ellenbogen unter dem Schultergelenk oder ihr seid im Stütz, wo die Hände unter den Schultern sind. Und dann bitte immer ein Bein heben, kurz kreisen und wieder abstellen. Das Kreisen sollte so ausschauen, dass sich der restliche Körper nicht mitbewegt und dass alles schön stabil und kontrolliert ist. Die Hüfte bleibt immer in Position. Danach kommt noch ein Ausfallschritt, nach hinten steigen und beim Vorgehen das hintere Bein vorne hochziehen, Knie kommt hoch und ihr springt dann vom Boden weg. Das bedeutet auch, dass wir da immer auf der gleichen Seite bleiben. Wer gerne eine zusätzliche Challenge möchte, hier noch Rucksack draufschnallen. Leichtere Variante, einfach nach hinten steigen und wieder nach vorsteigen. Klassischer Ausfallschritt. Guti, gehen wir es an. In 10 Sekunden geht's los. Wir starten mit unseren Sit-Ups in die Rückenlage. Musik aufdrehen. 2, 1 und go. Entweder einmal durchgreifen oder einmal hoch und seitlich immer vorgreifen. Mit der linken Hand zum linken Fuß, beziehungsweise rechte Hand zum rechten Fuß. 20 Sekunden noch. Und die letzten 11 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. In die Plank-Position. Es geht in 7 Sekunden weiter. Das Bein langsam kreisen und go. Immer abwechselnd rechts, links. Yes, ihr spürt schon, das geht mega hier in die Bauchmitte, Rumpf. Ihr könnt auch die Kreisrichtung variieren. Einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. 5 Sekunden noch. Wer mag für die letzte Übung Rucksack rauf? Ausfallschritte kommen in 5 Sekunden ran. 3, 2, 1. Let's go. Puh.
Das ist gemein, wenn man da eigentlich von einem Bein wegspringt. Sprungkraft. Puh, 25 waren es gerade noch, jetzt sind es 20. Durchbeißen. Schöner Pudding, morgen übermorgen. 11 Sekunden noch. Puh. Let's go. 5 Sekunden noch. Und das war's. Erste Runde geschafft. Nicht weniger anstrengend, oder? Kurz verschnaufen. Durchatmen. Wie geht's euch? Die Burpees zwischendurch waren dann auch noch sehr erfrischend, finde ich. Es war so, ja cool. Geht gut rein. Boah. Wie gesagt, also passt einfach die Übungen so an, dass sie für euch gut passen, dass ihr durchbeißen könnt und die Intervalle auch mit der richtigen Technik gut durchhalten könnt. Hanna, bist du eigentlich heute auch dabei? Nichts gesehen. Der Werner ist auch so ruhig. Wie geht's euch? Julia, alles gut? Anstrengend. Andere Julia? Ja, schon. Gott sei Dank, dank der neuen Kameraeinstellung. So viel Licht sieht man es nicht so, weil nein, man sieht schon, ob ich rot bin, aber es ist schon echt anstrengend von dir. Aber das habe ich ja versprochen. Gut, ab in die nächste Runde. Es geht gleich los, macht euch bereit. Für die Sit-Ups. Zwei, eins und go. Entweder einmal zwischen den Beinen durchgreifen, ihr lasst die Knie seitlich. Oder ihr zieht hoch und dann immer seitlich den Fuß berühren auf der Außenseite. Let's go. 25 Sekunden noch. Musik aufdrehen. Go. Fünf Sekunden noch. In die Plank-Position. Es geht weiter in 7 Sekunden. 3, 2, 1. Kreise in die Luft zeichnen. Einmal rechts, einmal links. Sonst einfach in der Position bleiben und halten. Ihr könnt es auch machen mit Händen unter den Schultern und hintern ein bisschen höher. Dann wird es leichter. Habt ihr übrigens letzte Woche einen guten Muskelkater gehabt? Ich möchte unbedingt Beschwerdemails kriegen wegen Muskelkater. Das finde ich sehr schön. 10 Sekunden noch. 6 Sekunden noch. 3, 2, 1. So, Ausfallschritte noch. In 3, 2, ziemlich hot, ja. Und los geht's. Nicht vergessen, Beinwechsel bei diesem Intervall. Bin mir gerade nicht sicher. Oder auf die klassischen Ausfallschritte umsteigen. Wenn ihr merkt, es geht einfach nicht mehr oder Technik passt nicht mehr. 7 Sekunden noch. 3, 2, 1. Nice, nice, nice. Super, Leute. Wir hätten noch ein bisschen Zeit für ein drittes Intervall. Ich würde sagen, let's go for this, oder? Was sagt ihr dazu? Einmal noch den letzten Durchgang, oder? Dann haben wir es für heute geschafft, würde ich sagen. Easy. Kurze Trinkpause noch. Tief durchatmen. Und dann gehen wir es nochmal an. Muss, genau. Muss im Sinne von Beinmus.
Ja, und muss. Bei mir fliegen schon die Teile herum vor lauter Burpees. Gehen wir es an. Letztes Mal unseren Dreierzirkel. Macht euch bereit in 10 Sekunden. Legen wir los mit den Sit-Ups. Einmal in die Rückenlage, bitte. 5 Sekunden geht's los. 2, 1 und go. Sit-Ups seitlich vorgreifen oder zwischen den Knien nach vor. Könnt ihr euch aussuchen, welche Variante ihr nehmt. Und wir haben noch 20 Sekunden. Go, go, go. Übrigens spielt bei mir gerade im Hintergrund Rain on Me von der Lady Gaga und Ariana. Und ja, es fühlt sich ein bisschen so an, muss ich sagen. Pff. Ich schwitze ja. Pause. Plank-Variante mit Bein in der Luft kreisen in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Let's go, Leute. Jede Übung nur mal einmal. Wir haben es gleich geschafft. 30 Sekunden noch diese Übung. Go, go, go. Puh. Oh, bam. Let's go. 16 Sekunden gerade noch. Boah, es geht gerade so sehr in den Bauch rein. Puh. 5 Sekunden. Nice. Rucksack rauf. In 6 Sekunden geht es weiter mit den Ausfallschritten. Ich sage euch hier den Seitenwechsel an. Und geht schon los. Letzte Übung für heute. Wir machen 20 Sekunden die eine Seite und dann die letzten 20 Sekunden die andere. 8 Sekunden auf der. Geht schon. Seitenwechsel. Go, go, go. Acht Sekunden noch. Und das war's. Sehr schön. Ihr dürft jetzt noch als Community entscheiden, welche Entspannungsübung ihr gern hättet. Schreibt sie mal rein in den Chat. Ich mache da weiter mal freiwillig Wassermarsch. Okay, danke. Oder auch nicht freiwillig. Prost. Du hast Odin in die Luft geschrieben beim Blank. Oh, wie süß ist das? Können wir bitte kurz ein paar Odin-Emojis machen? Voll cute. Er freut sich. Danke, Jule. Welche Entspannungsübung hättet ihr gern? Kann auch gerne irgendwas aus dem Yoga sein oder irgendwas, das ihr persönlich halt als relaxing empfindet. Was hättet ihr gern? Das machen wir jetzt noch gemeinsam abschließend. Community-Entscheidung, schreibt es mal rein in den Chat. Danke fürs heute so aktiv mitmachen. Super, super cool. Und die Channel Points, die sind neu, ich weiß. Oder halt alles zum Nutzen und so. Ich werde das noch ausbauen. Und da werden noch ein paar coole Sachen kommen. Entspannungsübung, was hättet ihr gern? Ja, schon, ja, finde ich. Das ist einfach ein bisschen ein neuer Wind, finde ich, den man da reinbringen kann. Oberschenkellehnen, Rückseite oder Vorderseite. Passt, machen wir beides. Danke, Carina, danke, Jule.
Wir machen das so, dass man dann einfach in der Rückenlage, legt sie einmal hin, nimmt sie ein Bein, legt das sofort das andere Knie, greift es dann rein und zieht das an. Das ist jetzt für die Oberschenkel-Außenseite, für den Ischias, Hintern. Ich zeig's nochmal so vor. Einen Fuß nehmen, vor das andere Knie legen und dann in die Kniekehle reingreifen und den Fuß zu euch herziehen. Sollte dann hier auf der Außenseite dehnen. Wer möchte, kann auch weiter oben greifen. Dann wird das Ganze intensiver. Ich weiß, es geht sich wahrscheinlich nicht bei allen aus, dass ihr da die Zehenspitzen berühren könnt. Aber sonst greift ihr einfach so hier die Waden. Und dann Seitenwechsel. Fuß wieder vorm Knie ablegen. In die Kniekehle reingreifen, zu euch herziehen. Dann einmal drüber greifen zu den Waden oder wenn es sich vielleicht ausgeht zu den Zehenspitzen vom ausgestreckten Bein. Kurz drinnen bleiben. Dann bleibt es bitte noch so. Legt die Arme seitlich. Also ich habe jetzt meinen linken Fuß vor meinem rechten Knie. Macht das bitte einmal kurz so, dann kann ich es gut erklären. Und dann gehen wir mit dem Ganzen zur rechten Seite zum Boden. Dehnt hier auch noch einmal die Außenseite. Also linker Fuß vor das rechte Knie und dann wandern wir nach rechts zum Boden. Weil die Julia hat sich Wirbelsäule aufdrehen gewünscht im Liegen. Ist einfach eine Variation von der Übung. Mein Co-Trainer kommt auch noch dazu. Dann machen wir nochmal einen Switch. Rechten Fuß vor das linke Knie. Und wir gehen dann so zur linken Seite zum Boden. Ihr könnt dann mit eurer linken Hand den rechten Fuß nehmen und ein bisschen halten. Hund ist im Weg, man sieht nicht so viel. Ich hoffe, ihr seid in einer angenehmen Entspannungsposition. Vorderseite. Das machen wir das nächste Mal, Carina, versprochen, okay? Dann bauen wir das am Mittwoch beim Entspannungsteil ein und dehnen da ein bisschen unsere Oberschenkelvorderseite. Check, machen wir. Dann einmal in eine angenehme Position setzen. Ihr könnt auch gerne schon stehen, wie ihr wollt. Machen unsere Abschlussübung noch. Arme hoch, tief einatmen, groß machen und ausatmen. Kurz noch einmal in euren Körper hineinspüren. Wie geht es euch gerade? Wie fühlt ihr euch? Immer so für euch selber beantworten. Nach dem Training meistens gut, finde ich. Und dann einmal noch hoch. Ich bedanke mich bei euch für das tolle Training. Ihr solltet euch auch bei euch selber bedanken. Dass ihr eurem Körper was Gutes getan habt. Wir sehen uns jetzt dann gleich um 3:15 noch für Herzensangelegenheiten. Real Talks. Über den Tellerrand hinaus ist das ein bisschen, also nicht nur Themen im Trainingsbereich, sondern auch Mental Health oder einfach generell, was uns gerade beschäftigt, so rund um die Pandemie und darüber hinaus.
Für alle, die wieder zum Bootcamp einschalten, wir sehen uns dann am Mittwoch um 19 Uhr wieder auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Dankeschön. Beste Bootcamp-Crew. Bis bald. Tschüss.